Ja, da sind wir wieder mit unserer 150. Folge mittlerweile oder irgendwie so. Schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit von Erfolg und Business und der Podcast ist ja auch extrem und erfolgreich. Aber was heißt denn Erfolg genau? Ich glaube, das beleuchten wir mal heute so ein bisschen. Oder was ist denn wichtig, um diesen Erfolg zu haben? Da kann ich gleich was einschmeißen. Hau mal rein. Finde ich super. Bei der Vorbereitung hast du mir was erzählt von einer Monopoly-Taktik. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe schon auch viel gelesen und viel geguckt. Das habe ich bis heute nicht gehört. Ja, das... heißt es spielen, solange bis was klappt? Oder zahlst du mit Monopoly? Also was steckt dahinter? Genau. Ich bezahle beim Einkaufen mit Monopoly-Geld. Genau. Ach, du bist Monopoly-Millionär. Genau, richtig. Ah, okay, jetzt. Gut, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt. So. Nein, erzähl mal, was verstehst du darunter? Also die Monopoly-Taktik war eigentlich nur so ein Running-Gag von mir, für mich selbst, okay, der mir so in den Sinn kam beim drüber nachdenken, so, was könnte man da so für Sachen machen. Und ich fand den Gedanken witzig, um sich eben so ein Erfolgs-Mindset, also ich glaube, heute geht es um das Erfolgs-Mindset, um sich so ein Erfolgsmindset drauf zu schaffen, fand ich die Idee witzig, so beim nächsten Familienspieleabend, so, wo alle spielen, weil sie Spaß haben wollen, ja, setz dich mal hin und spiel mal nicht zum Spaß haben, sondern spiel mal, um zu gewinnen. Also wichtig ist dann auch, ärgere dich nicht, wenn es nicht klappt. Aber ich glaube, das könnte so ein bisschen diesen Ehrgeiz anregen. So, ich will jetzt keinen Spaß haben, ich will jetzt gewinnen. Ich beanspruche diesen Erfolg für mich. Ja, genau. Fand ich irgendwie witzig und habe es dann die Monopoly-Taktik genannt. Passt super. Passt super. Unterhalte ich mal mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Mit mir zu Hause spielt mittlerweile keiner mehr. Oh. Ja. Also ich mache Monopoly-Taktik. Da wird überlegt, da werden Strategien überlegt, da gehe ich her und zähle Karten, Bausteine, Wege, wann kann so geworfen werden, so diese Taktiken außenrum, weil ich dieses blöde Spiel gewinnen will. Mhm. Es hat aber kein anderer mehr Bock, mit mir zu spielen. Also ja gut, aber ich meine, da kommt halt als Ernährer und Verdiener so der Selbstständige raus. Mhm. Ich will den Erfolg und die Kinder wollen halt spielen. Und die Mama will halt für die Kinder spielen. Jetzt mal so für unsere Community so, bist du dann derjenige, der, wenn er keinen Erfolg hat, so
Bei dem kleineren höre ich immer wieder, geht nicht, bringe ich nicht, kann nicht, weiß ich nicht, funktioniert nicht. Genau. Ja, das ist, ja, wie du sagst, so typische Selbstsabotage. Du stehst nicht einfach selber im Weg. Macht einfach keinen Sinn. Das ist so eine dumme Angewohnheit von Menschen. Man kann das so ein bisschen versinnbildlichen. Stell dir vor, du stellst einen Mensch in einen Raum. Der Raum ist stockdunkel und du gibst dem Menschen eine Taschenlampe in die Hand. Und dieser Mensch weiß genau, in der einen Ecke von dem Raum, da sind so die ganzen schlechte Eigenschaften, negatives Umfeld, also Hater-Kommentare bei YouTube, solche Sachen, Misserfolge, Missgunst, solche Sachen. Und in der anderen Seite, da sind die ganz guten Sachen. Da ist Geld und Erfolg, Frauen, positive Eigenschaften. Die Porsches und die Teslas. Ganz genau, wichtig, wichtig. Ganz wichtig. Ja, also du weißt, was ich meine so. Ja, ja, und ja. Der Mensch hat die schräge Angewohnheit, die Taschenlampe zu nehmen, immer in die schlechte Ecke zu leuchten. So. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, ja, klassische Selbstsabotage. Fand ich echt auch cool. Und das ist wirklich so. Aber die Frage ist, warum tut er das? Was? Warum so, ja. Geht man her und geht in einen Raum mit einer Taschenlampe, weiß, rechts ist das Schöne, die Blumenwiese, die Frauen, das Geld, der Erfolg, das Ansehen. Und links ist der Neid und die Missgunst und die... Warum leuchtet man nach links? Warum ist der Mensch so, dass er krampfhaft versucht, rauszufinden, was er nicht kann? Ja, gute Frage. Ich kann es ja nicht beantworten, ich bin kein Psychologe, aber ich weiß, dass der Mensch immer wieder tut. Er fällt mir ja an sich selber auch. Also ja. Ich bin nicht frei davon, ja. Herzugehen und zu sagen, pff, das ich wird eh nicht klappen. Ich auch nicht. Ja. So, also man hat ja immer so dieses Bauchgefühl drin, klappt nicht, sollte man es probieren, Aufwand, Nutzen, was zahle ich, was investiere ich, auch an Innendienstkräften, Außendienstlern, wie viel Geld nehme ich in die Hand und kriege ich das wieder, plus Steuern, plus Gewinn, ich will ja was davon haben. Also diesen Grundgedanken hat man immer, dass man so einen negativen Beigeschmack hat. Also ich glaube, das läuft konstant mit. Aber warum? Wäre wirklich mal eine interessante Frage. Da können wir mal eine eigene Folge drüber machen, ja. Ja, genau. Oder jemand aus der Community kann das Ganze beantworten. Ja, genau. Ihr dürft da gerne eure Kommentare dazu schreiben. So. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ja. Nee, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, das ist ein ähnlicher Grund, warum die Menschen Bild-Zeitung lesen. Ja? Ich möchte niemanden verurteilen, der die Bild-Zeitung liest. Tolle Zeitung, ja. Meins wäre es nicht. Ich möchte mir keine Negativbotschaften reinziehen. Aber irgendwo ist doch vielleicht so ein bisschen diese Sensationsgeilheit oder so. Ich brauche jetzt irgendwas so, weißt du, ich meine, keine Ahnung, irgendwas Krasses, woran ich mich so ein bisschen nicht aufgeilen, aber so festhalten kann irgendwie. Ja. Finde ich jetzt bedingt richtig. Also online, Bildzeitung lese ich regelmäßig. Definitiv. Oh, stimmt, das war jetzt ein Fettnäpfchen. Böse Fettnäpfchen. Upsi. Genau, aber nicht, weil ich wissen will, was irgendein YouTuber oder irgend so ein Promi-Sternchen Klasse F gerade heute wieder verursacht, sondern die Bild-Zeitung ist, glaube ich, so dermaßen weit vernetzt, dass wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt, bekommen die das mit. Das stimmt, so. Ja. Das heißt, oberflächlich weltweit eine gewisse Problematik zu erkennen. Also da glaube ich, ist die Bild-Zeitung recht gut, weil sie lang da ist und weil sie super vernetzt ist. Ja. Der berühmte Spruch, was weiß ich, der Dachdecker ist vom Dach gefallen, Bild flog bis zum dritten Stock mit, da blieb er mit dem Auge am Nagel hängen. das braucht kein Mensch, also das will niemand. Ja. Aber für das gut vernetzte, nicht alles glauben, aber rein zu wissen, oh, da war mal wieder was von einem Flugzeugabsturz oder so, das wird dann von anderen auch noch bestätigt. Mhm. Aber das sind die relativ schnell sehr weit vorne dabei. Die brüllen es als Erster raus sozusagen, ja. Genau, deswegen finde ich es nicht schlecht. Ja, also gut, kleine Randnotiz so, genau, aber das, darum geht es ja nicht. Also ja, genau, darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht. Genau. Da geht es aber auch sag ich mal, das positive Selbstbild. Ich habe mich jetzt so ein bisschen in ein negatives Bild gestellt, weil ja, ich lese Bildzeitung immer wieder. Ist für dich jetzt zum Beispiel verpönt. Ich finde es gut, positives Selbstbild.
positives Selbstbild, was verstehst du darunter? Also das ist für mich eben genau das Gegenteil von diesem in die dunkle Ecke leuchten. Das ist für mich so ein bisschen so eine Abwärtsspirale, wenn man sich eben immer so negative Botschaften reinzieht. Dann gerade finde ich ein großes Thema auch solche Sachen wie so Hater-Kommentare hört. Gerade in der Zeit, zum Beispiel, wo jeder Instagram benutzt, Facebook benutzt oder so. Sobald du anfängst, die Sichtbarkeit zu gehen, wird Ablehnung kommen. Vor allem online, da sind Menschen echt ekelhaft. Und wenn du, gerade wenn du dir sowas zu Herzen nimmst, wenn du dir immer nur negative Sachen anschaust und auch bei dir selber immer nur so, dir selber so sagst, so, ja, oh, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, bin ich es überhaupt wert, dem Kunden da irgendwas zu erzählen oder so, dann passiert was ganz Schlechtes mit deinem Selbstbild, weil das, was du dir immer wieder einredest, das kommt aus der neurolinguistischen Programmierung, das wird irgendwann für dein Unterbewusstsein Wirklichkeit. So. Und dann, du fängst das an, über dich selber zu glauben, dem Ganzen gilt es entgegenzuwirken, wenn du egal irgendwas erreichen möchtest. Also rätst dir nur lang genug ein, irgendwann glaubst du selber dran, dass es so war. Es ist so, ja. Es ist so. Aber du kannst den Spiel auch umdrehen. Du kannst auch dafür sorgen, dass du eben anfängst, ein positives Selbstbild aufzubauen. Also da gibt es tatsächlich Taktiken eben aus der neurolinguistischen Programmierung. Mein Dad hat mir da was erzählt. Die stellen sich morgens vor einen Spiegel, gucken sich an, lachen. Oder lachen sie nicht aus, aber lachen sich so an und sagen sich, hey, du bist so ein geiler Typ. Das mache ich übrigens auch sehr oft. Ja, und zwar nicht, weil ich eingebildet bin. Genau. Sondern, weil ich glaube mir das. Und ich merke dadurch, weißt du, ich meine so, das ist was, das löst was Positives mir aus. So, auch das ist eine Botschaft, die du deinem Unterbewusstsein immer wieder suggerierst. Also, und auch das wird irgendwann für dein Unterbewusstsein zur Wahrheit. Ja, du trainierst dich selber in richtig, dem Fall. Richtig, ja. Gelesen habe ich, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie man das darstellen kann. Das eine findet wirklich rein nur im Kopf statt. Mhm. Das ist so, sich impfen, einen Samenkorn ins Kopf setzen und es wachsen zu lassen, wie toll die Welt ist, wie toll man selber ist und allem drum und dran. Mhm. Und der zweite Part da dazu ist, wie du dich nach außen gibst. Ob das jetzt deine Klamotten sind, die du trägst. Ja. Körperhaltung. Körperhaltung, Körperspannung, Kopf gesenkt, gerader Gang, aufrecht. Also die zwei Dinge müssen, glaube ich, wirklich gut miteinander spielen. Mhm. Und ich gestehe, ich fühle mich anders, auch wenn ich derselbe Typ bin. Ob ich jetzt mit der Jogginghose, dem Lapperpulli auf dem Sofa sitze oder ob ich wirklich mal rausgeputzt mit Anzug, Echtlederschuhen und einer guten Uhr am Armgelenk von A nach B. Du fühlst dich anders, obwohl du dasselbe Mensch bist. Auf unglaublich. Jeden Fall, auf jeden Fall. Witziger Tipp für unsere Community. Du kannst es sogar bewusst, du kannst ein Experiment für dich selber machen, was dir wirklich beweist, dass dein Kopf und dein Körper unmittelbar zusammenhängt. Wenn du das zu Hause ausprobieren möchtest, dann stell dich mal vor den Spiegel, wenn du schlechte Laune hast. Also wenn es dir gerade irgendwie nicht so gut geht oder so, wenn du vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen hast oder so, stell dich mal vor den Spiegel und dann lächel dich mal selber an und versuch mal, diese schlechte Laune beizubehalten. Das wird nicht funktionieren. Also es ist tatsächlich so, das ist übrigens auch was ich öfters mache, tatsächlich öfters, stell dich mal hin, nimm mal die Schultern zurück, mach mal so die Brust ein bisschen raus, lach mal oder brüll mal oder hau dir mal auf die Brust oder so und fühl mal, was das in dir auslöst. Das ist echt abartig. Also du merkst wirklich, wie dein Körper von Endorphinen und von Testosteron durchströmt wird. Ja, aber das ist ja eine gute Sache. Also das ist eben wieder das Gegenteil so von diesem sich selber so runterziehen irgendwie. Und das ist was wir brauchen. So, darum geht es ja bei diesem Erfolgsmindset. Du kannst nichts erreichen, wenn du nichts von dir hältst oder wenn du ständig rumhängst wie so ein Waschlappen. Das geht halt einfach nicht. So, du brauchst das passende Mindset, um auch was erreichen zu können. Jetzt könnte aber wieder der negative Part, also man hat ja auf den Schultern... Alter Pessimist. Ja, genau. Aber du hast ja auf der Schulter immer so ein Engelchen sitzen und so ein Teufelchen sitzen. Mhm. Und das Engelchen könnte hergehen, könnte die ganze Zeit sagen, boah, schaust du gut aus. Mhm. Und deine Klamotten sind heute aber richtig schick. Und muss es gar nicht sagen, das mache ich selber. Ja, tue ich nur für dich. Und auf der anderen Seite sitzt das Teufelchen und sagt, es geht bestimmt in die Hose. Da wird jetzt der Nächste kommen, voller Neid und Missgunst und wird dir direkt mal eine verplätten. Mhm. Von dem, was du da an Terminen ausgemacht hast für nächste Woche, deine 5 Stück, da fallen bestimmt 4 aus. Mhm. Also du hast ja, also anders gesagt, als Ziel musst du das positive Mindset haben, ganz klar. Mhm.
Du hast aber ständig und ununterbrochen in dir so ein kleines Männchen sitzen, was ständig dagegen quatscht. Ja. Kriegst du nicht hin, wird nichts, die anderen neiden dir das. Man heißt ja immer, Mitleid bekommst du geschenkt, ja, genau. Neid musst du dir verdienen. Genau. Kennst du das? Gehst du dagegen an? Oder ist das was, wo du sagst, ganz ehrlich, interessiert mich nicht die Bohne, ich ziehe mein Ding durch? Nee, wenn ich das sage, würde ich lügen. Leider bin ich da echt so, mir geht das schon immer so ein Stückchen nah, aber ich habe gelernt oder lerne immer noch, das immer mehr von mir abzuschotten, so, weil das bringt dir sowieso nichts. Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Diese Ablehnung, die kriegst du nicht nur von diesem kleinen Teufelchen, sondern ich habe es vorhin schon angesprochen, die Ablehnung kommt, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, wenn du anfängst rauszugehen mit deiner Message, mit deiner Botschaft, mit deinem Offer, dann kommt diese Ablehnung auch von anderen Menschen. Auf jeden Fall. Du kannst aber immer noch, also diese Ablehnung kannst du nicht vermeiden. Du kannst aber immer noch für dich selber entscheiden, möchte ich die Ablehnung und habe geile Ergebnisse oder möchte ich die Ablehnung und nehme sie mir zu Herzen und erreiche dadurch nichts. Also im Endeffekt wird dir nichts anderes übrig bleiben, als zu lernen, darauf zu scheißen. Und ich glaube, den Spruch hatten wir schon mal in der Folge, aber den finde ich nach wie vor wirklich richtig, richtig geil. Halt dir vor Augen, Neid, Hass, Missgunst kommt immer nur von unten nach oben. Also eigentlich sollte es so weit gehen, dass du sagst, dass du so von dir überzeugt bist, dass du sagst, erst wenn andere Leute neidisch auf mich sind oder mich haten im Internet oder solche Sachen, dann merke ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ist nicht ganz so einfach, weiß ich aus Erfahrung. Aber das durfte ich lernen. Da passt aber ein guter Satz dazu. Den hast du gestern oder vorgestern mal aufgeschrieben gehabt. Mhm. Du kannst das. Mhm. Mhm. Wir haben schon mal den Satz gehabt, will ich das? Mhm. Stimmt, ja. Also will ich das? Will ich das? Ja. Oder will ich genau das? Ja. Jetzt hast du einen Satz aufgeschrieben, du kannst das. Mhm. Was verbindest du da damit? Ich habe mir den Satz einfach nur aufgeschrieben, eben auch so bei den Überlegungen, so was man diese Folge unserer Community erzählen kann. Das war für mich einfach auch so dieser Punkt, das darfst du dir selber klar machen, dass du dir von anderen nichts einreden lässt oder dass du dich nicht selber runterziehst, sondern mach dir klar, du kannst das. egal, ob du jetzt irgendwas erreichen willst oder nicht, oder egal, ob du irgendwas erreichen möchtest oder ob du irgendwas haben möchtest oder sonst irgendwas, ich bin der Meinung, jeder Mensch kann fast alles erreichen, was er möchte, was er sich vorstellen kann. Aber es gehört einfach auch dazu, sich klar zu machen, du kannst das. Ja. Das Spannende da dabei ist, es gibt den, man sagt immer dazu, mit dem du kannst das. Jetzt kommt dein Umfeld und sagt, du kannst das nicht. Mhm. Das sind die Grenzen von deinem Umfeld, aber nicht deine. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, man sollte trotzdem an dem Ziel weiter festhalten, sollte das richtig mit Engagement verfolgen, um dann sich selber auf die Schulter zu klopfen. Mhm, richtig, ja. Um zu erkennen, ich bin weiter, ich bin besser, ich habe das hinbekommen gegen alle Widerstände. Ja. Und das, was da danach an Gefühlen hochkommt, ist unbeschreiblich. Mhm. Das ist unbeschreiblich. Ja. Also kann ich dahergehend selber erklären, als die Karrierestufen für mich im Außendienst vollzogen worden sind, muss ich sagen, es gibt viele, viele Menschen, die schaffen das in ihrem ganzen Leben nicht. Die kommen in eine gewisse Karrierestufe rein, stehen da, möchten mehr, stehen aber nochmal da, zweifeln dann an sich selber und bleiben auf dieser Karrierestufe, bis sie irgendwo in Rente gehen. Wirklich, wirklich die oberste Stufe zu erreichen, und das haben wir jetzt in zwei unterschiedlichen Vertriebswegen geschafft, das zu erreichen, das ist saugut, richtig gut. Es gehört auch ein tolles Team dazu. Ja, auch das muss wieder gelenkt, geführt, koordiniert. Und ja. Aber als diese Ernennung dann da war und das, also da muss ich sagen, da spielt die Gefühlswelt Achterbahn. Das ist unglaublich, unbeschreiblich. Und dem Alex, der letztens mit da gesessen ist, so als Jungen, der nachkommt, wenn es da auch anfängt, die erste Karrierestufe zu bekommen, die erste, ist eine ganz, ganz wichtige, mit super viel Motivation, das ist fast so wie der erste Sex oder der erste Martini. Weiß ich nicht, hatte ich noch nie.
Achso, ah, okay. Du kompensierst das im Endeffekt immer mit Martini. Alles klar. Das sauf ich wie ein Loch. Two shots of vodka. Nein, aber das ist was ganz, ganz Besonderes. Dann kommt so Schritt 2, 3, 4, wo du sagst, das ist super. Jeder klopft dir auf die Schulterspitze. Mhm. Das Letzte, wirklich die höchste Stufe dann auch noch zu erreichen, das ist fast noch besser als die erste Karrierestufe. So dieses Selbstbild, was man dann von sich bekommt, dieses Mindset, was einmal wie ein Topf, der aufgeht und sagt, wow, du hast das geschafft. Mhm. Das, was im Körper, also das ist enorm. Mhm. Deswegen auch an diesem Mindset festhalten, an diesen Erfolgen festhalten, klare Ziele definieren. Mhm. Damit steht und fällt die Welt vom Selbstständigen. Ja. Das leben wir aus jeder Pore. Ja, voll. Ist nicht immer ganz so einfach, aber auch wieder ein interessanter Punkt. Auch da gibt es wieder so kleine Tricks, sich eben diese Erfolge, von denen du sprichst, immer wieder bewusst zu machen. Weil es bringt ja auch nichts. Oder du kennst bestimmt das, dass man oft seine eigenen Stärken selber gar nicht so wahrnimmt. Dass die einem eigentlich eher so von seinem Umfeld dann plötzlich mal klar gemacht werden. Und auch da ist es so, weißt, vielleicht sind dir so kleinere Erfolge manchmal gar nicht bewusst. Die sind aber da. Und da gibt es zum Beispiel auch eine coole Taktik, und zwar ein Erfolgsjournal. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal geführt? Nein. Also ich mache das auch phasenweise nicht so regelmäßig, wie ich gerne würde. Mach es aber doch immer wieder. Setz dich abends hin und überleg dir, was ist heute cool gelaufen? Was hatte ich für Erfolge? Und gerade jungen Selbstständigen oder so kann ich nur mitgeben, das ist am Anfang sehr schwer und fühlt sich echt komisch an, weil du sitzt abends nach einem irgendwie so halblebigen Tag da und denkst dir so, ja, was hatte ich heute für Erfolge? Egal, dann fang mal auf, schreib dir auf so, ich hatte heute ein geiles Frühstück. Oder keine Ahnung, wenn es belanglose Sachen am Anfang sind. Aber mach das immer wieder und du wirst, das ist auch wieder so eine Sache mit dem Unterbewusstsein, du wirst immer mehr dein Unterbewusstsein darauf trainieren, sich auf Positives und auf Erfolge zu fokussieren. Und dann kommt irgendwann genau das, was du gerade gesagt hast, dass du irgendwann merkst so, Alter, ja. Und wenn es auch manchmal nur kleine Erfolge sind, die waren da und das ist geil. So, das bestärkt einen total. Also kennst du ja mit Sicherheit sehr gut. Kann ich Beispiel? Ist mir noch nie so bewusst geworden, als das, was du jetzt gerade eben gesagt hast. In meiner ganz weiten, zurückliegenden, dunklen Vergangenheit war ich auch mal in so einem Strukturvertrieb tätig. Da war das auch so. Wochenend-Crashkurs, hurra, mach mal. Ja. Und den ersten Mittwoch, wo die Gruppen, die Teams zusammengesessen sind, sind die ersten geehrt worden, die den ersten Antrag geschrieben haben. Wo ich gedacht habe, was tun die jetzt? Okay. Dann hast du eine Stoffmappe bekommen und die Stoffmappe bekommen haben, das waren so die Helden vom Abend. Wo ich gedacht habe, wow, ich nicht, die, also haben die irgendwas anders und besser gemacht als ich. Mhm. So, irgendwann war das so, dass die den fünften Antrag geschrieben haben, die haben dann einen kleinen, so wie eine Art Sektquirl bekommen. Also immer so kleine Geschenke. Ja. Witzig, das spricht dieses Belohnsystem der Menschen an. Genau, das hat dazu geführt, dass wenn das immer weitergegangen ist, man ist immer besser, dann hat man irgendwann angefangen, weil man hat es nicht ständig von irgendjemandem geschenkt bekommen. Die Leute haben sich selbst beschenkt. Die haben ein tolles Jahr gehabt, haben dann ihre Freundin genommen und sind 3 Wochen in einen Urlaub gefahren, Seychellen. Da fliegen viele Menschen nie in ihrem Leben hin. Er hat gesagt, das gönne ich mir, das ist meine Belohnung für das, was ich getan habe. Ja, genau. Andere kaufen sich ein Auto, der Nächste holt sich eine Rolex. Es soll ja jedem vergönnt sein, was er haben will. Aber das ist mir noch nie so aufgefallen, aber das spiegelt sich da wieder. Den Erfolg bewusst machen, auch wenn man hergeht und kauft sich selber was und belohnt sich dafür. Das tut gut. Ja. Das tut gut. Ja. Also, es soll jetzt niemanden ermutigen zu sagen so, oh, heute, keine Ahnung, habe ich ein gutes Frühstück gehabt, jetzt belohne ich mich erstmal mit dem Martini. Also, so, nein, aber richtig, genau. So, mach dir diese Erfolge ruhig wirklich bewusst, auch wenn es am Anfang vielleicht nur kleine Sachen sind. Und wie du sagst, ja, finde ich einen guten Punkt, so, mach es dir bewusst und belohne dich auch mal dafür. So.
Das Einzige, wo man, glaube ich, manchmal so ein bisschen aufpassen muss, gerade am Anfang, wenn man am Anfang von der Selbstständigkeit steht und merkt, okay, geil, die ersten Erfolge kommen, das kann auch schnell so ins Gegenteil umschwenken, dass man plötzlich, so wie ich, dran sitzt und nur noch denkt, so, Alter, ich bin so ein geiler Typ, Mann, ich reiß Bäume aus, ich verändere die Welt oder so. Ist ja auch okay, darf man ja mal machen. Nein, aber da ist auch irgendwo wichtig, dass man dass man lernt, auch mit Erfolg umzugehen. Das gehört auch wirklich zu diesem Erfolgsmindset. Versuch ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben. Wenn die ersten Erfolge kommen, dann ist es geil, dann sei dir das von Herzen gegönnt. Aber mach dir klar, das wird unter Umständen nicht ewig anhalten. Ich glaube, das merken wir ja jetzt auch gerade in dieser Corona-Krise wieder so ein bisschen. Auf was hat man nicht alles hingearbeitet? Und feiert die ersten Erfolge und dann kommt Corona und du merkst so, okay, es läuft vielleicht nicht immer alles so gut. Also bleib da ruhig auch ja, bescheiden und realistisch. Genau. Und es ist aber, glaube ich, im Laufe der Jahre anders. Mhm. Für Neugründer würde ich sagen, sind die Ausschläge zwischen Erfolg und Misserfolg fast wie ein Aktienkurs. Der geht mal 300% durch die Decke und im nächsten Monat zu Tode betrübt, weil ich hänge mich auf, ich laufe in den Wald und erschieße mich mit Mehl. Also das sind die Schwankungen extrem. Je länger man dabei ist, hat man immer noch Schwankungen, das haben wir auch, aber die sind nicht mehr so groß. Ja, das stimmt. Es ist auf einem höheren Niveau, das ist dann nicht 300% plus, 400% minus, sondern wir laufen pauschal auf 800% und schwanken dann mal um 100 rauf und 100 runter. Ja. Also mal 870, mal 700, mal 820, mal 609. Ja. Aber, also wir schwanken auch noch zwischen positiv und negativ, aber nicht mehr in diesen Größenordnungen. Dass diese ganz gigantisch großen, tollen Erfolge kommen. Ja. Man hat das Niveau, und das ist dann im Endeffekt so für uns, glaube ich, das Ziel, dieses Niveau dann zu halten. Ja, genau. Zu stabilisieren. Ja. Das ist für uns auf dem Teppich bleiben. Ja. Ja, genau. Dass wir sagen, wir müssen jetzt nicht noch mehr reiten und noch mehr Filialen und noch größer. So einfach das, was da ist, halten. Das ist das, was ich gerade gemeint habe. So, gerade eben, wenn die ersten Erfolge kommen, dann denken viele junge Selbstständige oft so, boah, geil, das geht jetzt genauso weiter, das geht immer noch weiter bergauf. Schön, wenn es wirklich so ist. Aber in der Realität, wie du sagst, das bringt dann irgendwann auch so die Erfahrung mit, es geht nicht immer nur steil bergauf. Aber das hast du gut gesagt, so dass man sich bewusst macht, dass man ein gutes Niveau erreicht und versucht, das einfach gut zu halten. Und naja, dann mit kleineren Fehlschlägen genauso gut klarkommt wie mit geilen Erfolgen. So. Das gehört aber dazu. Das ist vom Geschäftsleben so, genauso wie im Privatleben so, langfristige Partnerschaften mit allem drum und dran. Es wird immer Höhen und Tiefen geben. Auf jeden Fall, ja. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und da sind wir, also wir zwei in dem Fall ganz sicher, dass wir versuchen, auch aus einem Tiefschlag das Positive herauszuziehen. Warum ist das gekommen und was kann ich zukünftig tun, damit das so nicht mehr eintritt? Ja. Also wir verzagen und verzweifeln nicht an der Situation, in der wir jetzt stecken und geben vielen anderen außenrum die Schuld, sondern wir stellen uns selber in dem Augenblick die Frage, warum ist das passiert? Ja. Also nicht, wer hat Schuld, sondern warum ist das passiert und auf was muss ich aufpassen, dass das nächste Mal nicht mehr so ist. Ja, richtig. Das hat unter anderem auch was Positives mit dem Kopf zu tun, weil der Tiefschlag, dieses Empfinden nicht so extrem ist. Also indem man dann ins Analysieren geht, glaube ich, ist es weniger emotional. Und weniger emotional ist weniger traurig, weniger niedergeschlagen, sondern das Analysieren ist mehr Kopf. Damit bleibe ich rationaler, sachlicher, kann es erörtern und es zieht mich nicht so dermaßen tief runter. Ja, ich glaube, das ist schwierig zu pauschalisieren. Es gibt einfach unterschiedliche Menschentypen, so. Jeder geht da so ein bisschen anders damit um. Also da, glaube ich, bist zum Beispiel du mir schon echt einen Schritt voraus. So. Du bist in der Hinsicht vielleicht einfach so ein bisschen weiser oder erfahrener als ich, keine Ahnung. Sieht man an den grauen Haaren. Ja, war genau so. Wobei, die habe ich von meinen Kindern. What are you doing? I know. What have you been doing to your brother? Ja, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, so, ich tue mir oft schwer, mit so großen Schwankungen umzugehen. Aber es hilft im Endeffekt nichts. Du musst weitermachen, also du musst lernen, damit umzugehen. Und wenn du dich immer irgendwie runterziehen lässt und dich immer irgendwie wieder so in diese Opferrolle begibst, so, das ist so scheiße und die anderen haben Schuld und keine Ahnung, so, dann
ja, dann wirst du langfristig auch nichts erreichen können. Und ich fand das übrigens auch interessant, was du gerade gesagt hast. Mist, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Aber es ging im Endeffekt darum, ja, das ist ja so das Erfolgsmindset. In dem Moment ist mir auch klar geworden, wir reden hier aber ganz viel von Selbstständigkeit und von Berufssachen. Das Erfolgsmindset ist aber nicht nur im Business wichtig, sondern natürlich auch im Privatleben. Also, ja. Der Umgang mit Menschen mit einem positiven Eindruck zu verlassen. Ja, wir können sagen, das ist ein Idiot, mit dem will ich nicht nochmal den Kunden ablehnen, weil das Tattoo passt nicht zu ihm. Ich will denjenigen nicht versichern, es gibt immer. Aber das ist ja jetzt nichts Negatives, was uns runterziehen sollte, sondern es gibt ja einen Beweggrund dafür, für diese Entscheidung. Und man kann ja das Positive daraus ziehen, dass man sagt, indem ich mir die Zeit spare und dann später 3 Tage lang mit ihm streite, mache ich lieber 3 neue Tattoos, habe ich mehr davon. Ja, das ist das Positive. Ja. Ich kann mich jetzt natürlich an dem aufhängen, dass der ums Verrecken dieses Tattoo haben will. Macht mich kaputt, bringt mich nicht weiter. Auf jeden Fall. Brauche ich das Positive. Ja. Also auch negative Seiten, das muss man aber lernen, haben immer, immer etwas Positives. Und im dümmsten Fall kommt was, auf das wir überhaupt gar keinen Einfluss haben, weil das läuft konstant und stetig. Das ist die Zeit. Ja, stimmt. Und wenn es noch so blöd läuft, was habe ich früher bei der Bundeswehr teilweise über 40 Kilometer marschieren, völlig verhungert, völlig erschöpft, geschimpft und gemault über diesen Drecksverein? Ganz ehrlich, jetzt im Nachgang, nach vielen, also jetzt bestimmt 30 Jahre später, sind das die besten Geschichten, die ich heute erzählen kann. Okay. So, also es hat was Positives, ja. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, dem konnte ich auch dem Tag nichts Positives abgewinnen. Ja. Ja. Jetzt danach kommen dann die Situationen hoch, wo ich mir denke, war cool. Ja. Jetzt kommt das Positive. Also ich kann es bei manchen Situationen sofort ins Positive wenden, um meinen Kopf klar zu bekommen. Ich spreche da mal gern von Kopfhygiene. Okay. Also gucken, dass man den sauber hält und nicht zerstört den Kopf. Und bei anderen Sachen brauche ich die Zeit da dafür, dass ich irgendwann über diese Scheißsituation echt lachen kann. Zu dem Zeitpunkt definitiv nicht, aber irgendwann kommt es soweit. Ja. Passt vielleicht auch wieder ganz gut zur jetzigen Zeit, gerade eben mit diesem Corona-Scheiß, in dem viele Selbstständige jetzt hängen. Klar, es ist jetzt für alle schwierig, aber auch das kommt wieder darauf an, wie gehst du damit um. Und es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Es wird immer die geben, die sich eben jetzt wieder in diese Opferrolle reinbegeben und alles ist so scheiße, ich kann da nichts dafür. Aber du kannst dir auch jetzt sagen, guck mal, jetzt ist die Zeit umzudenken. So, jetzt merke ich vielleicht auch, was habe ich bis jetzt im Business vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder so, was ist zu kurz gekommen, wo können wir noch mal nachjustieren oder so, wo kann ich mich jetzt ganz bewusst auf die Zukunft fokussieren. Und hey, im Idealfall ist es wirklich so, wie du gerade gesagt hast. In 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren oder so, gucke ich vielleicht auf Corona zurück und denke mir so, Alter, ja, das war der Wendepunkt in meinem Business. Da habe ich plötzlich angefangen umzudenken. Geil. So, aber mach dir das auch bewusst, dass es auch so rumkommen kann und dass man sich nicht immer so runterziehen lassen muss. Also schlimm, glaube ich, wird es erst dann. Und da muss man wirklich aufpassen, mit welchen Menschen man sich umgibt. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt erstens als Selbstständiger durch eine normale Freundesmasse spazieren, sagen sie alle, ja, schaut mal den Idioten an, weil wir haben alle denselben Job, der macht was anders, der will was Besonderes sein, so ein Depp. Ja, jedem das Seine. Und sollte es Höhen geben, hat man umso mehr Neider, die wieder querschießen. Sollte es Tiefen geben, dann stehen die auf einmal an deiner Seite und ziehen dich noch weiter runter. Ja, ja stimmt. Ja, genau. Dann kommt so dieses, ich hab's dir ja gesagt. Richtig. Hättest du damals auf mich gehört, genau, dann wäre das heute nicht passiert. Ja. Hey, da kann ich nur noch wiederholen. Es sind immer die Menschen, die niemals, niemals das erreichen würden, was du erreichen wirst, wenn du nicht auch sowas hörst. Weil sie nicht den Mut haben, die Entscheidungen zu treffen und die Disziplin, das Ganze durchzuziehen. Ja. Ich habe vor 3 Tagen im Fernsehen eine Dokumentation gesehen über einen der erfolgreichsten Bodybuilder. Also man sieht, ich bin kein Bodybuilder. Ja, also das war, glaube ich, die Doku über mich, oder? Ja, richtig, genau. Okay. Ständig mit den Schmerzen im Arm. Und, ja, ganz, genau. Alles schlimm, schlimm. Ja. Ich finde, also meine Frau hat reingeguckt und gesagt, ist ja eklig.
Ja, es ist so übertrieben, wirklich auch nicht schön. Mhm. Aber was ich wirklich, wirklich beachtlich finde, ist diese Disziplin und Konsequenz, mhm. das umzusetzen. Von der Ernährung, mhm. Frühstück, dritte Frühstück, fünfte Frühstück, dreimal Mittagessen, 10.000 Kalorien, jeden Tag stundenlang ins Fitnessstudio, mhm. und zwar nicht, wir radeln mal ein paar Blumen angucken oder so. Ja. Der hat Gewichte gestemmt so lange, bis er ohnmächtig geworden ist. Nur weil er gesagt hat, ich will das. Ja. Unglaublich. Also diese positive Einstellung zu seinem Körper, zu seinem ganz klaren Ziel, dieser Mr. Olympia zu werden, das hat er dann 7 Mal nacheinander geschafft. Mhm. Gibt keinen anderen. Ja. Es finde ich ein Oberhammer. Man kann es auch übertreiben, definitiv. Er ist mittlerweile ein kaputter so ein Mensch, körperlich. Ja. Genau, man kann es echt übertreiben. Ja. Aber der Ehrgeiz, wenn viele, viele Menschen davon nur 3% hätten, was könnten wir erreichen? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und wie viele sehen wir, die sich einfach ihrem Leben ergeben? Und mit dem Gespräch mit dem Alex aus einer anderen Podcast-Folge, da war ein toller Satz dabei. Will ich in meinem Leben Passagier sein? Mhm. Ich lasse andere lenken und leiten? Ja. Oder will ich von meinem Leben und meinem Flugzeug der Kapitän sein? Das heißt, ich entscheide, wo ich hinfliege. Ja. Also dieses Mindset zu haben, ist, glaube ich, auch mit eine Grundvoraussetzung, ich glaube nicht, das weiß ich, ist eine Grundvoraussetzung, um selbstständig zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich nehme das in die Hand. Ja. Ich entscheide, läuft super, belohne ich mich, läuft schlecht, kann ich niemandem die Schuld geben. Ja. Also, was kommt am Ende immer? Wir, David und ich, wir holen uns jetzt einen Martini, das heißt, ihr holt euch jetzt auch irgendwas zu trinken, setzt euch an euer Laptop, schreibt uns fleißig an. Und die sexy Stimme aus dem Off hat mir gesagt, ihr sollt irgendwo bei YouTube die Glocke liken, den Daumen und abonnieren für Macht einfach. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Soll ich auch weglaufen?